Hallo zusammen, hier ist wieder euer Schlar und heute bin ich wieder für euch ein Liedchen unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute mal eine neue Rauferei zeigen. Wir sind hier auf dem Live-Server unterwegs, die gibt es jetzt seit 7.2.5 und wie wir sehen, sind wir in einer Arena, und zwar der Shergard Arena. Rauferei, volles Haus heißt das Ganze, und wieder gibt es hier beim ersten Mal eine Quest. 64 Millionen Artefakt-Power, eine Küste, Ehrenabzeichen. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Ich war bis jetzt auch noch nicht drin. Und soweit ich gehört habe, der Letzte, der überlebt, oder das Team, was das Letztes überlebt hat, gewonnen. Soll ich jetzt als Tank da einfach mal reinrennen? Wäre vielleicht gar nicht so dumm, oder? Okay, jetzt bin ich natürlich Hauptziel hier. Ich renne jetzt einfach mal... Oh, ich war zurückgegrabt. Habe ich kein... Alter, ich werde durchzählt hier. So, ich gehe jetzt einfach hier rein, lief da ordentlich rein, zieh meine CDs und schauen wir mal, was geht. Ich glaube, die kriegen, oder? Okay, jetzt gehen sie alle auf mich. Jetzt muss ich langsam wieder raus. Okay, oder doch nicht? Na, da siehst du, der Taylor rockt im Damage, aber ich bin nicht gleich down. Das war jetzt wahrscheinlich nicht so clever. Oh, okay, bei uns sind schon einige tot. Oh, 12 von... Also ich glaube, das mit TS ist richtig nice, ne? Wenn du dich dann absprichst mit Target Caller und so. Aber unsere Leute rippen hier. Jetzt sind wir nur noch 11, oder? Welches Team sind wir? Sind wir grünes oder goldenes Team? Da brauchst du, glaube ich, mehr Heiler, ne? Da brauchst du mehr Heiler. Ja, die anderen haben irgendwie ein bisschen mehr Heal. Ich habe da jetzt einfach auch nur reingeklieft. Ah, ich glaube, wir verrecken. Ich glaube, so ein Dreck. So ein Dreck. Hat alles nichts gebracht hier. Ja, wir rippen. Jetzt schauen wir mal, was wir kriegen, wenn wir verlieren. Warte mal, wenn ich jetzt mich hier dings... Jetzt wiederbeleben. Okay, das funktioniert schon mal nicht. Also es muss einfach das gegnerische Team muss überfahren werden. Okay, was habe ich jetzt gekriegt? Bonus-Ehre 0? What? 0 Bonus-Ehre? Die anderen haben aber auch keine Bonus-Ehre gekriegt, das ist ein Anzeigefehler. Bei mir steht dran, dass ich 50 Ehre gekriegt habe. Ja, das war schon mal nix. Das war schon mal nix. Ja, würde ich sagen, gucken wir gleich nochmal. Oh, ich glaube, wir haben unseren Win, oder? Jetzt schauen wir mal. Ich bin zwar jetzt schon down, aber... Tada, einmal die Rauferei gewonnen. Es wird hier immer noch 0 angezeigt. Also es kann halt wirklich sein, dass man keine Ehre extra bekommt, aber zumindest ein bisschen was gibt's. Hier unten im Chat seht ihr es. Ich habe jetzt 175 dadurch zumindest schon mal gekriegt. Ob das jetzt für den Win war? Ich glaube, vorhin hatte ich 50 gekriegt, wo wir verloren hatten. Also viel ist es nicht, was man bekommt. Aber... die Quest kann ich abgeben und die müsste mir einen Haufen Artefakt-Power bringen und so eine Kiste und so ein Zeug. Also von dem her könntest du dich schon lohnen. Jetzt schauen wir mal, wo war das drin? Muss ich denn das abgeben? Jetzt schauen wir mal bei Schlachtfelder hier. Ah. Ah, okay. Ist das die Weekly? Ich dachte eigentlich nicht, dass es die Weekly war. War nicht Dings die Weekly? Hier, Timewalker? Okay, naja, ist ja egal, dann gebe ich das doch mal ab. Schauen wir mal, was wir aus der Kiste rauskriegen, dass ihr das auch seht. Ich habe jetzt, glaube ich, jetzt insgesamt 3 Stück gemacht. Jetzt leider immer nicht alle ganz aufgenommen. Aber was ich gesehen habe, sind es anscheinend alle Arenen, die man betreten kann. So, ich habe jetzt 3 von den Marken bekommen. Dann dieses Ding, was mir halt 64.000 Artefakt-Power bringt. Und diese Kiste. Und schauen wir, was da drin ist. 880er PvP-Item. Ja gut, das kann natürlich hochrollen, ne? In dem Fall ist es bei mir nicht hochgerollt, aber immerhin für 60.000 Artefakt-Power nimmt man doch gern mit. Ich bin mittlerweile dabei, die in die Twink-Waffe reinzubasteln, weil es ein Achievement gibt, dass man alle möglichen Twink-Waffen auf die 52 Trades kriegt. Und naja, das will ich jetzt irgendwann mal fertig kriegen. Hauen wir das mal da noch rein. Und ja, auf jeden Fall eine nette Geschichte. Ich denke mal, zum Farmen lohnt sich's nicht, aber zumindest fürs einmalige Abschließen rentiert sich's allein schon wegen der Artefakt-Power. Ja, das war's schon, euer Telam. Bis zum nächsten Mal. Ciao.